Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension. Und zwar geht es nämlich heute um 1000 Nächte aus Sand und Feuer von Emily Kate Johnston. Und das Ganze hat 361 Seiten und 4 Sterne von mir bekommen. Und zwar geht es in diesem Buch hier um eine Adaption von Scheherazade und den Märchen aus 1001 Nacht. Es geht hier um die Protagonistin und ich glaube, ehrlich gesagt, dass ihr Name überhaupt gar nicht genannt wird. Ich meine, es war so, dass der gar nicht auftaucht. Auf jeden Fall ist es so, es gibt einen König, sage ich mal, der über das ganze Land herrscht, der sich halt immer neue Bräute aussucht und meistens ist es so, dass sie aber die Hochzeitsnacht, sage ich mal, überhaupt nicht überleben. Das heißt, holt sich immer wieder eine Frau nach der anderen, ein junges Mädchen nach der anderen und sie stirbt. Und dann holt er sich halt eben die nächste. Und die Protagonistin möchte ihre Schwester schützen. Also ist zwar nur ihre Halbschwester, aber sie liebt sie über alles. Und diese Halbschwester ist wunderschön. Und im Gegensatz zu dieser Halbschwester fühlt sie sich halt so ein bisschen minderwertig, sagen wir mal. Und weil sie sie so sehr bewundert und so sehr liebt, will sie sie schützen. Und durch eine List gelingt es ihr halt eben, dass sie ausgewählt wird, anstatt ihre Schwester. Und so zieht sie halt eben in den Palast ein und es ist eigentlich ihr Ziel, halt eben so lange wie möglich zu überleben, logischerweise. Es ist aber gar nicht so, dass sie jetzt irgendwie mit der Intention da reingeht, dass sie irgendwie diesen König tötet oder so, sondern sie will halt eben einfach überleben, möglicherweise sogar verstehen, warum er das Ganze tut oder so. Und wenn sie halt eben stirbt, dann ist es halt Brauch, dass diejenige, die sich halt opfert oder die halt zwangsläufig geopfert wird, die steigt zu so einer sogenannten Kleingöttin auf. Also es ist halt so, dass die Menschen dort an viele Götter glauben. So ist es halt, dass diese Mädchen die Leben von den anderen Mädchen beschützen, zumindest für eine Zeit. Und deshalb werden sie halt eben verehrt. Und es wird zu ihnen gebetet und das ist halt eben auch ein zentrales Thema in diesem Buch, weil sie halt eben aus diesem Glauben, dass sie halt zu einer Kleingöttin aufsteigt, dass ihre Schwester sie halt eben zu einer Kleingöttin macht, dadurch, dass sie sie halt verehrt, dass sie ihr einen Altar baut und sowas alles, dass sie daraus halt ihre Kraft zieht, das Ganze überhaupt durchzustehen und zu überleben. Und dass sie dadurch halt eben diesem König auch trotzen kann. Und ich habe ja vor kurzem auch Zorn und Morgenröte gelesen. Das hat ja im Prinzip, sage ich mal, das gleiche Thema. Also es geht hier auch um Scheherazade, 1001 Nacht. Nur es ist eigentlich auch komplett anders. Denn wie gesagt, beide Mädchen gehen mit komplett anderen Intentionen halt in diese Ehe. Also im Zorn und Morgenröte war es halt so, dass die beste Freundin halt auch schon Braut dieses Kalifen war und sie ist getötet worden und sie will jetzt Rache nehmen. Deshalb meldet sie sich freiwillig und sie will den Kalifen eigentlich tot sehen. Sie will ihn selber töten und natürlich auch so viel und so lange wie möglich überleben. Aber ihr kommt jetzt sozusagen der Kalif dazwischen. Also sie verliebt sich halt in ihn. Und es ist hier halt nicht so. Also es ist keine Liebesgeschichte. Es ist halt einfach die Geschichte dieses Mädchens, die sich für die Schwester opfert, die zu einer kleinen Göttin dadurch gemacht wird, die dadurch eben Kräfte bezieht und die diesem König halt eben trotzt. Und es geht im Prinzip eigentlich so um ihr Leben im Palast, sage ich mal. Und erst später kommt es halt dazu, dass Dinge gegen diesen König unternommen werden, sage ich mal. Und in Zorn und Morgenröte war es zum Beispiel auch so, dass für mich eigentlich gar kein triftiger Grund dahinter steckte, wieso er jetzt diese Mädchen heiratet, warum die sterben, beziehungsweise warum er die tötet. Ich meine, es gab so einen angedeuteten Grund, der für mich aber nicht wirklich nachvollziehbar war. Und hier ist es nämlich anders. Also hier ist es halt so, dass es einfach einen nachvollziehbaren Grund gibt, warum der König so ist, wie er ist, warum er
diese Bräute ehelicht, warum diese Bräute nicht überleben. Es ist halt hier ganz anders. Man kann halt eben verstehen, warum. Und das macht das Buch eigentlich ein bisschen besser. Vor allen Dingen, weil es hier auch eben diese besagte Liebesgeschichte nicht gibt. Weil ich meine, wie kann sie sich in Zorn und Morgenröte, sag ich mal, tatsächlich in diesen Menschen verlieben? Ich meine, natürlich, er hat da auch seine Gründe, aber es ist ja trotzdem, ist es irgendwie ein Massenmörder, muss man sich ja mal vor Augen führen, ne? Also deshalb finde ich das gut, dass es hier halt nicht so ist. Also es geht nicht um eine Liebesgeschichte. Dieses Buch ist auf jeden Fall auch spannend, ist ja so ein bisschen mystisch. Es beinhaltet auf jeden Fall auch Magie, dunkle Machenschaften, dunkle Mächte. Wie gesagt, es geht vor allen Dingen auch um Glaube und so ein bisschen Selbstfindung. Wie gesagt, ich finde auch, dass diese Handlungsweise von der Protagonistin einfach auch viel authentischer ist. Wie gesagt, einfach dadurch, dass es diese Liebesgeschichte nicht gibt. Ich finde überhaupt die Handlung authentischer, dadurch, dass es eine vernünftige Erklärung gibt. Ja, es ist halt so, dass sie einfach versucht, in dieser Welt zu überleben, dass sie dann nach und nach auch auf den Trichter kommt, dass sie was bewirken kann. Und das ist auf jeden Fall, ja, einfach so, ja, von der Idee her und von der Umsetzung fand ich auf jeden Fall einen Ticken besser und glaubwürdiger als Zorn und Morgenröte. Und mir hat das Buch auf jeden Fall gut gefallen. Mir hat diese Protagonistin auch gefallen. Sie hat sich zwar auch sehr, sag ich mal, auf andere, also vor allen Dingen auf ihre Schwester verlassen. Die hat halt sehr darauf gepocht, dass irgendwie was wird mit dieser Kleingöttergeschichte. So ganz habe ich das auch nicht verstanden, glaube ich, wie es jetzt genau vonstatten ging. Aber es ist halt eben einfach so eine Glaubenssache gewesen. Und dieser Glaube hat wirklich auch Berge versetzt, muss man sagen. Und es ist wirklich auch auf jeden Fall spannend gewesen und wie gesagt magisch. Zum Ende hin kommt es auf jeden Fall nochmal zu so einem großen Showdown, sage ich mal. Es wird dann auch nochmal richtig spannend. Es werden auch nochmal einige Dinge erklärt, warum die so sind, warum bestimmte Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind. Und doch, das hat mich auf jeden Fall überzeugen können. Ich hoffe, euch hat diese Rezension gefallen. Vielleicht habe ich euch ein bisschen Lust drauf gemacht. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Buch fandet. Falls ihr auch Zorn und Morgenröte gelesen habt, könnt ihr mir gerne auch schreiben, welches von den Büchern ihr besser fandet. Und ja, wie gesagt, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.